hoffe, euch geht's gut und herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich merkwürdigsten Video, das ich jemals auf meinem Kanal hochgeladen habe. Denn heute ist ein Paket angekommen und zwar dieses hier und das möchte ich zusammen mit euch auspacken. Und Hintergrund von dieser ganzen Geschichte ist folgende. Und zwar ist das ein Sonderpostenpaket. Das heißt, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich habe das jetzt für 9,99 Euro bestellt und ich weiß, dass genau 30 Teile da drin sind. Und ja, ich habe das jetzt gekauft, ohne zu wissen, was da drin ist und ich bin so unfassbar gespannt. Gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr auch genauso gespannt wie ich seid, was jetzt in diesem Päckchen drin ist. Und dann würde ich sagen, öffnen wir das Paket. Okay, gut, es ist auf. Oh Leute, ich habe so Angst, dass da einfach nur kompletter Schrott drin ist. Zuerst ist hier einfach Werbung drin, aber das ignorieren wir. Jetzt ist hier... Oh, hier sind Katzenleckerchen. Oh mein Gott. Das Ganze hat sich schon gelohnt, wenn hier Katzenleckerchen drin sind. Sind die denn auch noch haltbar? Ja. Okay, gut. Also die Sache kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Und die ist jetzt schon mal hier rausgefallen. Und der Rest ist alles in dieser Tüte hier drin. Und ich will eigentlich noch gar nicht zu sehr reingucken. Ich würde sagen, wir greifen einfach immer rein und gucken uns dann an, was drin ist. Und ich hole jetzt die erste Sache raus. Und das ist das. Oh mein Gott, wie süß. Schaut mal, das sind so Flipflops in rosa mit so einem Häschen-Design. Allerdings habe ich schon rosa Flipflops, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich die hier überhaupt brauche. Vielleicht verlose ich die mal, wenn da irgendwie Interesse besteht. Also schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich ziehe jetzt mal die zweite Sache. Und das ist das hier. Party Loot Bag. Hä? Da sind 10 drauf. Heißt das, das sind 10 Stück? Ah, okay. Jetzt sind einfach so süße Tütchen, wo dann Happy Birthday draufsteht. Da ich in nächster Zeit auf wirklich mega vielen Geburtstagen eingeladen bin, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie haben im Sommer voll viele Leute Geburtstag, ist das gar nicht mal so schlecht. Also das hier könnte ich auch auf jeden Fall verwenden. Bis jetzt hat sich das Paket voll für mich gelohnt. So, die nächste Sache. Okay, was ist das? Ich denke mal, das sind so Teelöffelchen. Irgendwie sowas in der Art. Kann man hier so einzeln abtrennen. Genau, so. Und dann kann man die hier so rausholen. Ja, jetzt habe ich so ein kleines Löffelchen. Verrückt, was hier einfach alles drin ist. Nächste Sache. Okay, das ist das hier. Das sind Taschentücher. Ich glaube, Taschentücher kann auch jeder gebrauchen und verwenden. Von daher ist das auch nicht schlecht. Nächste Sache. Okay, jetzt habe ich aus Versehen direkt zwei Sachen rausgegriffen. Okay, also einmal das hier. Was ist das? Ach, ist das so ein Ding, wo man Karten reintun kann? Ja. Ich glaube, das ist das. Ich habe auch voll viele von den Teilen bei mir schon zu Hause rumfliegen, aber irgendwie benutze ich die nicht. Und dann habe ich das hier. Das ist so ein Nagelclipser. Oh mein Gott, hier sind einfach so viele Sachen drin. Die Verpackung ist aber so richtig, 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 richtig oldschool. Sieht irgendwie so aus, als wäre der so vor 17 Jahren mal gemacht worden. Aber ich meine, wenn das Ding funktioniert, ist es auch ganz praktisch. Und das war auch noch da drin. Okay, jetzt hängt es schief. Moment. Hängt nicht gerade. Nee, hängt immer noch schief. Aber egal. Das sind solche Ohrringe. Die sind jetzt wirklich nicht mein Fall. Ich weiß nicht. Findet ihr die schön? Ich finde die nicht schön. Also man kann sie durchaus tragen, wenn man sie gut kombiniert. Sieht das bestimmt auch ganz gut aus. Die kosten eigentlich 3,99 Euro, steht hier hinten drauf. Krass. Also dann hat sich das Paket finanziell ja auch schon mittlerweile gelohnt, glaube ich. Das heißt, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich weiß nicht, was ich mit den Ohrringen machen soll. Ich glaube, es ist echt so ein Nachteil im Sonderpostenpaket, dass man eben auch Sachen drin hat, für die man einfach gar keine Verwendung hat. Aber man hat natürlich auch einen Vorteil. Und zwar, man kann günstig an relativ viele Sachen kommen. Okay. Die nächste Sache, das sind so zwei LED-Teelichter. Ich wollte mir letztens sowas mal kaufen. Hallo, und jetzt habe ich das hier drin. Hier ist sogar die Batterie dabei. Also bitte, das ist schon extrem cool. Okay, nächste Sache. Wir holen es erstmal hier raus aus der Verpackung. Wenn ich es denn hier rausbekomme. Oh. Okay, es ist rosa. Hier steht drauf Love. Oh Gott, wie süß. Und das kann man hier so oben zusammenziehen. Also es ist quasi so ein rosa Puschelbeutel. Ich weiß nicht, was man da reintun könnte. Wenn man vielleicht so ein ganz altes Mini-Handy hat, würde das vielleicht klappen. Oh, man kann es sich sogar rumbinden. Ist das süß. Leute, also ich glaube, es ist ganz praktisch, um das einfach in die Handtasche zu werfen und da zum Beispiel Kleingeld drin zu haben oder, ich weiß nicht, Tampons oder irgendwie sowas in der Art. Schreibt mir mal in die Kommentare, was man alles darin lagern könnte. Ich greife rein für die nächste Sache. Und zwar ist es das hier. Das sieht aus wie ein Korb und es ist... Ah, okay, so ein Erste-Hilfe-Set, was das Thema Nähen angeht. Also einfach so Nadeln und so ein Kram. Okay, es ist durchaus praktisch, das vielleicht mal zu Hause zu haben. So, die nächste Sache. So Duftbäumchen, nur dass es kein Bäumchen ist. Doch, ich glaube, das soll ein Bäumchen darstellen. In der Geschmacksrichtung Pfirsich. Da ich ja selber ein Auto habe und auch Auto fahre, ist das doch ganz
ganz praktisch für mich, weil ich habe nämlich kein Bäumchen. Und man riecht schon ein bisschen. Ja, es riecht sehr nach Pfirsicheistee. Aber kann man sich durchaus ins Auto hängen. Ey Leute, ich habe wirklich gedacht, dass da absoluter Schrott drin ist. Wirklich. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Sache. Okay, das ist groß. Was ist das? Ist das ein Portemonnaie? Ja. Es ist so eine Geldbörse. Okay. Boah, die stinkt aber sehr doll irgendwie nach Plastik und Leder und so. Krass, dass da sowas drin ist. Das Muster sieht von außen echt fancy aus. Die Farbe ist nur nicht so ganz meins. Ich muss mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht mal als Portemonnaie, wenn man irgendwie auf einem Festival ist und man weiß das sowieso nichts, was man mitbringt, danach noch so aussieht wie vorher. Nächste Sache. Hä? Ich stehe bestimmt wieder so voll auf dem Schlauch und jeder weiß, was das ist, außer ich. Okay, das ist irgendwie, kann man sich damit irgendwie die Fußsohle so reiben oder so? Ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare, was zur Hölle ist das? Ich glaube, das hat irgendwas mit Füßen zu tun, aber das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Die nächste Sache ist das hier. Das ist dieses Zeug, was man überall rumsprühen kann. An Karneval oder wenn man Geburtstag hat oder so. Und ich denke, dass ich das auf jeden Fall auch verwenden kann. Next one. Das ist ein Kamm. Ohne Spaß. Heute, genau heute, habe ich meinen Kamm verloren. Beziehungsweise heute habe ich ihn zum ersten Mal nicht mehr wiedergefunden. Und das war ungefähr so einer. Also das war auch so ein kleiner Kamm, jetzt keine Bürste. Und deswegen ist das gar nicht mal so schlecht, dass der da drin ist. Und mein Kamm war auch schwarz, ja. Also das nenne ich jetzt einfach mal Schicksal, dass ich heute wieder einen neuen Kamm bekommen habe. Okay, die nächste Sache. Das sieht aus wie so ein rosa Nylonfaden. Ich glaube, es ist auch ein rosa Nylonfaden. Ich weiß jetzt nicht, wofür ich das gebrauchen kann. Aber ich tue es auf jeden Fall mal in meine DIY-Schublade. Also da, wo ich die ganzen Sachen für meine DIY-Videos lager. Wo wir schon beim Thema sind, schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare, ob ihr mal wieder ein neues DIY-Video sehen möchtet. Und wenn ja, dann gebt dem Video auch einen Daumen nach oben. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr Bock auf neue DIY-Videos habt. Denn ich habe da so die ein oder andere Idee, die ich gerne nochmal umsetzen würde in einem DIY-Video. Und wenn da eben Nachfrage besteht, also wenn ihr Bock und Interesse daran habt, dann würde ich nämlich diese DIY-Videos drehen. Dafür brauche ich zwar keinen rosa Nylonfaden, aber es ist ja schon mal gut, dass ich einen habe, falls ich mal einen brauche. Okay, die nächste Sache. Wieder so ein Nähgedöns. Das sind solche Dressmakers-Pins. Immerhin in verschiedenen Farben. Also ohne Spaß hier, diese pinken. Die sind schon ganz cool. Ich glaube, ich verschenke das auch, weil ich brauche sowas nicht. Die nächste Sache ist das. Okay. Leute, was ist das? Ich habe es jetzt noch nicht aufgemacht, aber wir können jetzt alle mal zusammen raten, was das ist. Also, es hat so ein bisschen die Form von einem Lippenstift, aber ich glaube nicht, dass es ein Lippenstift ist. Es ist ein Pinsel. Ich lag voll falsch. Wer hat vorher schon gewusst, dass es ein Pinsel ist? Der Pinsel ist qualitativ recht schlecht, muss ich sagen. Also, der fühlt sich nicht so gut an. Aber fürs Reisen ist das doch durchaus praktisch, so einen Pinsel dabei zu haben, glaube ich. Ja, man kann es ja trotzdem nochmal ausprobieren, auch wenn es vom ersten Eindruck her nicht ganz so überzeugend ist. Ich greife wieder in die Tüte. Oh, es sind wieder zwei Sachen. Also, einmal das hier, das ist einfach so blaues Klebeband. Das kommt auch in meine DIY-Schublade. Das könnte ich nämlich auch gebrauchen für eventuelle Back-to-School-DIYs. Also da wäre sowas doch mal ganz praktisch. Und das nächste ist ein Schlüsselanhänger oder irgendwie sowas in der Art. Ist jetzt auch nicht so ganz meins, aber ist trotzdem irgendwie ganz süß. Als nächstes, warum sind das denn jetzt schon wieder zwei Sachen? Okay, es ist einmal so ein Kamm. Der ist transparent und der ist relativ breit, zinkig, nennt man das so. Also diese Zinken sind relativ weit auseinander. Und das ist sehr, sehr gut für nasses, langes Haar. Also eigentlich soll man sich ja im nassen Zustand gar nicht die Haare kämmen. Ich mache es manchmal allerdings doch, wenn meine Haare irgendwie zu verheddert sind. Und wenn ich das mache, dann immer nur mit solchen Kämmen. Und dann habe ich wieder so einen Schlüsselanhänger, diesmal mit einer Katze drauf. Das kann ich ja schon mal eher verwenden, weil ich bin ja auch so ein Katzenmensch. Und der ist gelb. Also er ist auf jeden Fall auffällig. Das heißt, man findet seinen Schlüssel vielleicht etwas schneller in der Handtasche. Okay, das ist die nächste Sache. Oh mein Gott, das ist ein Kugelschreiber. Das ist so eine Blume aus Stoff. Und hier unten ist dann so eine Kugelschreiberspitze. Hier ist ein Stück Pappe, also das von diesen Nadeln. Ich schreibe jetzt einfach mal was drauf. Ich habe jetzt einfach mal YouTube drauf geschrieben, weil ich so unfassbar kreativ bin. Und man kann mit dem Ding voll gut schreiben. Ohne Spaß, ich setze mich mal mit diesem Ding in eine Klausur und dann bin ich mal sehr gespannt, was der Dozent dazu sagen wird. Okay, das sind einfach Teller. Hä, wie krass. Und die sind auch nicht mal kaputt gegangen beim Versand. Also, der Teller ist jetzt auch nicht so ganz mein Fall. Ich finde die jetzt nicht so schön, aber für irgendwelche DIYs oder so, könnte man das, glaube ich, auf jeden Fall verwenden. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass Teller da drin sind. Die nächste Sache ist das hier. Das ist ein Kuli. Yes.
Sowas brauche ich auch immer. Also wenn man Student ist, dann kann man nie genug Kugelschreiber haben. Ich gucke jetzt auch mal, ob der schreibt. Der schreibt nicht. Das ist eigentlich nicht so ein gutes Zeichen, wenn Kuli von Anfang an nicht so gut schreibt. Der ist wohl echt Schrott. Nächste Sache ist das hier. Das ist so ein Küchentuch. Das ist cool, das ist praktisch. Das sieht auch ganz schön aus. Das passt auch in meine Küche farblich. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall auch nutzen. Und die nächste Sache ist das hier. Das ist ein Feuerzeug in Jeans-Optik. Also da ist so eine Jeans-Hose drauf. Ich habe jetzt auch nicht so die krasse Verwendung für Feuerzeuge, aber eventuell ab und zu kann man das ja auch brauchen. Nächste Sache ist irgendwie so ein schnullerartiges Ding, was leuchtet oder so. Ah, man kann es als Pfeife nutzen. Okay, das ist ein Schnuller, der leuchtet und mit dem man noch pfeifen kann. Wofür zur Hölle braucht man das? Okay, jetzt blinkt das so, beziehungsweise leuchtet das in verschiedenen Farben. Ich weiß auch nicht, wann ich das mal in meinem Leben gebrauchen werde. Die nächste Sache ist das hier. Das ist so eine Badecap in Gelb mit weißen Punkten. Nicht schön, aber ich denke praktisch. Wobei ich jetzt nicht so die Person bin, die solche Badekappen trägt. Aber eventuell, wenn man mal eine Haarkur länger einwirken lassen möchte, kann man sich auch sowas über den Kopf ziehen. Und dann kommt auch nichts von der Haarkur auf die Couch oder sonst wohin. Deswegen könnte ich das doch auch schon verwenden. Oh, und die nächste Sache. Ist da überhaupt noch was drin? Nein! Leute, das war schon die letzte Sache und ich habe es nicht gemerkt. Das war jetzt wirklich ein sehr abruptes und unerwartetes Ende. Ich hoffe dennoch, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video auf jeden Fall einen dicken, fetten Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr freuen und dann weiß ich Bescheid. Und eventuell bestelle ich einfach nochmal so ein Paket, wenn ihr da auch Lust drauf habt. Weil eigentlich hat es mir doch ganz viel Spaß gemacht und ich fand es relativ lustig. Auf jeden Fall verlinke ich euch hier zwei weitere Videos. Und zwar einmal meinen Vlog. Falls ihr den verpasst habt, dann schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Und darunter verlinke ich euch ein Video, in dem ich innerhalb von 30 Sekunden Schleim gemacht habe. Hier sind meine Social Media Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.